Lange war es relativ ruhig um den Shisha-Markt. Und klar, die 50 Gramm haben so einiges bewirkt. Das ist aber bald vorbei, nämlich nächsten Monat, wo die 200 Gramm wieder zurückkommen. Und das ist nicht der einzige Banger, denn Simulation ist auch wieder zurück mit ihren neuen Modellen der Gen 2. Und definitiv vielleicht ein neues Spielzeug für den ein oder anderen Pfeifenliebhaber. Denn optisch haben sich die Made in Germany Modelle schon anhand der Bowl verändert. Wir bekommen zwei neue Farben und eine davon ist Emerald Green im Metallic Look. Ein dunkles, kräftiges Grün, was stark reflektiert und definitiv eine außergewöhnliche Farbe ist. Genauso wie die zweite neue Farbe Amber im Matt Metallic Look, wie eine Art Bronze-Kupfer. Eine sehr gewünschte Farbe aus der Community und diese haben wir jetzt neu dazu bekommen. Und zu den existierenden Farben definitiv eine weitere gute Einreihung in der Farbpalette. Optisch hat sich aber nicht nur was bei den Bolts getan, sondern auch bei den V2A Edelstahl-Elementen. Die sind jetzt wuchtiger und kräftiger. Wurde von der Community eingefordert, das Design ein wenig zu verändern und Simulation liefert uns jetzt hier mehr Kanten und mehr Riffel. Sowohl bei der Base haben wir kleine Veränderungen, die man aber nur beim nahen Betrachten so wirklich wahrnimmt. Wiederum die Rauchsäule ist noch kräftiger geworden mit weit ausstehenden Elementen. Und rein optisch von meinem persönlichen Empfinden ist das die beste Rauchsäule von Simulation jemals. Ich würde mir aber gerne noch mehr davon wünschen. Vielleicht noch außergewöhnlicher, noch kräftiger. Aber die Zielgruppe ist natürlich auch eine etwas andere, die den luxuriösen, doch schlichten und modernen Design doch eher lieber sehen wollen. Genauso wie beim Tauchrohr, das jetzt auch mehr Riffel bekommen hat, mehr Kanten und auch sehr kräftig wirkt. Die Blow-Off-Auslässe haben jetzt Einfräsungen, tiefer gelegte Bereiche, die optisch einer Gatling sehr, sehr nahe kommen. Und das freut mich natürlich, weil das ein Stil ist, den ich persönlich super gerne bei Pfeifen sehe. Die aber auch noch einen Nutzen hat, aber dazu kommen wir später. Der Teller hat immer noch ein schlichtes und leicht gewölbtes Design. Ich persönlich wünsche mir für die Zukunft vielleicht neue Modelle. Da bin ich aber auch sehr verwöhnt von einigen Modellen, die gerade auf dem Markt sind. Aber da ist noch super viel Spielraum nach oben und den könnte Simulation echt gerne mal nutzen. Darüber hinaus hält der Kopfadapter natürlich wunderbar gut jede Art von Dichtung, was man von der ein oder anderen Pfeife nicht behaupten kann. Und wenn mal eine dicke Mehrloch-Session gefetzt worden ist, dann ist es schon mal zu einem, sage ich mal, Bungee-Sprung kopftechnisch gekommen, der auch nicht überlebt hat. Habt ihr vielleicht mal auch so eine Erfahrung gemacht? Schreibt es mir in die Kommentare. Funktionstechnisch hat sich auch etwas getan. Da unterscheiden sich die Modelle aber ein bisschen voneinander und wir gehen die nacheinander durch. Zu den Technologien, die wir bereits kennen, zählt natürlich das Steam-Click-System 360 Grad, wo man die Base rotieren kann und ein einfaches Ein- und Ausstecken der Pfeife ermöglichen kann. Das Tauchrohr ist sogar noch einfacher einzustellen geworden, vom Gefühl her. Läuft butterweich, ein Ticken besser als bei den letzten Modellen und ist definitiv etwas, was ich bei jeder Pfeife sehen will. Dadurch ist der Wasserstand relativ egal geworden und man kann je nach Gefühl auch ein eigenes Durchzugs- und Rauchverhalten erzeugen. Das wiederum unterstützt der Diffusor, der jetzt bei beiden Modellen kleiner gehalten ist, damit man das Ganze auch auf sämtlichen Bowls verwenden kann, mit schwimmender Kugel im Diffusor selbst, die das Fluten verhindert. Und für alle, die dies ein bisschen lauter mögen, kann man den Diffusor natürlich auch noch abnehmen. Das Expansion-System ist natürlich auch wieder mit am Start, das wunderbar mit hauseigenen Bowls funktioniert, aber auch mit umgesteckten Adapter plus Dichtungsring auf jede erdenkliche Bowl anwendbar ist. Für diejenigen, die zu Hause eine halbe Sammlung haben. Für mich persönlich immer noch einer der besten Technologien, die jemals rausgekommen sind bei Simulation. Die Airflow Control kann man natürlich immer noch bei beiden Modellen so einstellen, wie man es gerne hätte. Und zusätzlich sammelt sich immer noch keine Kondensation an. Bei der One Estelle Gewindeadapter natürlich auch wieder mit am Start. Gerade für die Gastronomie beschleunigt das natürlich den Reinigungsprozess, da die Rauchsäule mit dem Teller und Adapter verbunden werden kann und auch mir beim Reinigungsprozess die eine oder andere Macke in der Badewanne erspart. Das gibt es jetzt auch bei der Vierschlauch-Variante, aber dazu kommen wir auch später noch. Der Schlauchadapter hat sich nämlich auch verändert. Der wird betitelt mit 2.0 und ist jetzt unsichtbar. Gleichzeitig hat er einen Dichtungsring, der vom Gefühl her noch mal weicher läuft als der normale 18/8er Schliff, den wir so gewöhnt sind.
schön sind. Ob das jetzt ein Must-Have ist, ist jedem selbst überlassen. Bei der Vierschlauch-Variante haben wir natürlich das Perch Pro wieder mit am Start, wo jeder unkompliziert mit allen Kugeln im System eine entspannte Session genießen kann. Ganz egal, ob gerade einer dran zieht oder dran pustet. Unterstützt wird das Ganze auch hier wieder von Moon Gravity, ein noch verbesserterer Durchzug bei Vierschlauch-Varianten bzw. Benutzung. Und es ist immer noch erstaunlich, dass der Durchzug so gut sein kann, obwohl eine Kugel im System ist. Auch hier kommt von Haus aus ein Schlauchadapter 2.0 mit dazu. Und all das wie immer made in Germany, V2A und V4A Edelstahl. Genauso wie die Kristallglas, Bowls. Ich weiß jetzt aber auch nicht, was man an den Funktionen der Bowl noch verändern könnte. Bis hier kennen wir ja die meisten Sachen schon. Was aber neu dazu gekommen ist, ist das Plus Upgrade Set. In diesem Set befindet sich ein Edelstahl-Molassefänger und dieser Molassefänger hat eine Besonderheit. Er vermindert nicht den Durchzug. Er sammelt lediglich die Molasse auf. Laut Stimulation selbst soll man da 2 bis 3 Sessions mit genießen können, ohne dass die Bowl dabei dreckig wird. Wenn die Molasse runterläuft, normalerweise in die Bowl, wird sie vom Molassefänger aufgefangen und man hat weniger Reinigungsarbeit. Der Vorteil, dass hier keine Durchzugsverminderung stattfindet, hat aber auch einen Nachteil. Bei kräftigem Durchziehen kann man Tabakblätter, zum Beispiel im Meerlochkopf, trotzdem runter in die Bowl saugen. Also Saugexperten sollten sich hier ein bisschen zügeln. Gleichzeitig ist das auch der erste Molassefänger, den ich kenne und auch jemals gesehen habe, den man verschrauben kann. Der nicht wie ein gewöhnlicher Molassefänger irgendwo drauf geploppt wird und dann ein nicht festes System ist. Meine Badewanne wird es mir immer noch danken. Des Weiteren bekommen wir einen neuen Blow-Off-Adapter. Dieser Adapter wird mit einer Gummidichtung unter der Rauchsäule auf der Base befestigt und durch die verschiedenen Aussparungen kann man je nach Lust und Laune seinen Blow-Off einstellen. Ob es ein Launch-Blow-Off werden soll oder ein X-Blow-Off zur Seite. Man kann natürlich beides auf 50-50 halten, sodass man sowohl einen Launch-Blow-Off wie halt auch den X-Blow-Off hat. Und das ist ein weiterer Blow-Off, der jetzt möglich ist, ganz ohne Sleeves. Bei dem Plus Upgrade Set für die Vierschlauch-Variante bekommen wir auch ein Gewinde, um den Teller mit der Rauchsäule verbinden zu können. Aber das Feature, was bis jetzt nur die One hatte, bekommt jetzt auch die Vierschlauch-Variante. Auch den Molassefänger, dazu natürlich genauso den Blow-Off-Verstelladapter und 3 weitere Schlauch 2.0 Adapter, damit man auch mit 4 Leuten seine Session genießen kann. Quasi dann das Komplettpaket. Der Preis bei der Einschlauchvariante verläuft sich auf 339,90 Euro oder 359,90 Euro, wenn man die gecuttete Bowl dazu nimmt. Und bei der Vierer-Variante 399,90 Euro oder mit der gecutteten Variante 419,90 Euro. Die Plus-Upgrade-Sets kosten bei der One 29,90 Euro und bei der Vierschlauchvariante 49,90 Euro. Da bekommen wir auch deutlich mehr für. Also haben dieses Mal die 9 Features einen Aufpreis. Ansonsten könnte man das Ganze vergleichen mit der Autoszene, so eine Art Facelift-Modelle. Und gerade mit dem absolut geilen Durchzug, generell Umbauverhalten und auch endlich mal wieder was Neues auf dem Markt zu haben, auch wenn es jetzt nicht der übelst krasse Gamechanger ist, was die Pfeifen ja von Haus aus, zumindest persönlich für mich, schon sind. Gerade weil wir so viel Technologie bekommen und klar ist es ungefähr immer noch dasselbe wie beim Vorgänger, halt jetzt nur mit Upgrades, finde ich sie trotzdem optisch schöner als vorher. Ist ja meistens ein Facelift. Und die Upgrade-Kits sind zum Beispiel perfekt für mich, um meine Badewanne zu schonen und zum anderen, weil ich Stimulation gerne ohne Sleeves verwende und ohne X-Blow-Off und jetzt eine Variante zu haben, trotzdem einen bzw. 2 weitere Blow-Offs zu haben, das ganze Teil trotzdem diesen Edelstahl-Look hat, passt perfekt zu mir. Das ist natürlich für den einen oder anderen ein harter Knackpunkt, so viel Geld für eine Pfeife hinzublättern. Und wir sprechen hier immer noch von Stimulation. Das ist das High-End, was es gibt im Shisha-Markt. Die Qualität, der Preis, Made in Germany, all das sind Faktoren, wo jeder selbst entscheiden muss, ob das
die richtige Pfeife für ihn ist. Die hohen Ansprüche von mir persönlich zu einer neuen Bowl, vielleicht einen geupdateten Teller und vielleicht noch irgendwas an Technologie, was noch irgendwie dazukommen kann, sind natürlich ziemlich hoch, würde ich aber persönlich in der Zukunft sehr begrüßen. Mit meinem Gutscheincode erhaltet ihr natürlich wie immer ein Schlauch und Mundstück im Wert von 40 Euro mit dazu und ihr supportet gleichzeitig mich mit solchen Produktionen, würde ich mich auch gerne über einen Daumen nach oben freuen, um den Algorithmus wieder ein bisschen zu pushen. Und ich bin immer noch sehr aktiv auf Instagram, wo ich auch videografietechnisch mich komplett auslebe. Falls ihr das nicht verpassen wollt, folgt mir auch gerne da für weitere Updates. Was ist eure Meinung zu den Facelift-Modellen Stimulation Generation 2 Ultimate? Lasst mir Feedback dazu da und wir sehen uns zum nächsten Mal. Haut rein, Peace!